Moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute baue ich mit euch ein Badewannenhalter, Brett, Badewannenablage. Ihr wisst, was ich meine. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und das Ganze machen wir aus Eiche. Ich habe jetzt schon von Steffi so ganz genaue Maßangaben bekommen und daran muss ich mich auch halten. Und zwar wird das Ganze 57 breit und ungefähr 200 tief. Wie gesagt, baue ich das Ganze aus Eiche und dafür habe ich mir hier so fertig gehobelte Bohlen geholt. Bekommt ihr im Baumarkt recht günstig mittlerweile. Ihr könnt das Ganze natürlich auch aus anderen Materialien machen. Ich habe jetzt hier noch ein paar Reste, die ich verwenden werde. Das Ganze müssen wir natürlich erstmal vorweg auf Breite schneiden und dann wird das Ganze mit meiner neuen Abrichtdickenhobelmaschine von Metabo überarbeitet oder bearbeitet. Darüber gibt es auch ein extra Video, das werde ich dir hier oben im Eck verlinken. Richtig, richtig tolle Maschine, damit kannst du abrichten und damit hobeln wir dann erstmal unser Material auf Dicke und auf Breite zu. So, das sind jetzt unsere vier Latten insgesamt. Also ich habe jetzt hier die auf 75 bis 70 mm gehobelt, genau weiß ich das gar nicht mehr, und 1 cm dick. Das wird dann die Ablagefläche. Und das sind die Leisten, wo das Ganze drauf gelegt wird. Die Bauweise ist ziemlich einfach, die Bauweise, aber es sieht dann richtig, richtig cool aus. So, was machen wir als allererstes? Wir fangen jetzt an und kümmern uns um die Fetten bzw. die Träger von den Brettern. Die Latten sollen 75 cm lang werden. Das heißt, ich lege das jetzt hier meine Kapp- und Gärungssäge zu. Natürlich verschnittarm. Und dann habe ich mir überlegt, werden wir das Ganze, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt, ich will hier eine Rundung, etwas Material wegnehmen, damit das Ganze auf der Badewanne nicht so hoch liegt, sondern tiefer liegt und deswegen nehmen wir hier ein bisschen Material weg. Und ich habe das ganze Zeit überlegt, man könnte es mit der Bandsäge machen, mit der Stichsäge, aber es wird alles ein bisschen zu ungenau. Da habe ich überlegt, wir nehmen einfach die Tischkreissäge. So, das ist nämlich ein ganz, ganz einfacher Trick. Ich habe mir jetzt hier angezeichnet, 7 cm soll das Ganze reingehen und im Grunde, man kann ja mehr mit so einer Tischkreissäge machen, anstatt Nuten zu sägen und Sachen zuzuschneiden. Wir können damit auch Material wegnehmen. So, und jetzt stelle ich mir erstmal fix das Sägeblatt ein. So schaut jetzt das Ganze aus. Einfach und genial. Ich habe dafür aber jetzt den Spaltkeil abgeschraubt. Jetzt werden viele vielleicht meckern, schimpfen. Quasi ist die Fräse oder ist die... Die Tischkreissäge ist dann quasi als Fräse umfunktioniert. Das heißt, solange ich nichts auftrenne, muss der Spaltkeil auch nichts spalten bzw. verhindern, dass sich was wieder zusammendrückt. Das heißt, das Kreissägeblatt hat fungiert wie ein Fräser, der hier reingeht und was wegfräst. Das heißt, das Sägeblatt war die ganze Zeit frei und es sind auch keine Spannungen entstanden. Trotz alledem danach wieder draufbauen. Ich werde jetzt nochmal die Bretter zuschneiden, und zwar diese hier, die ich mir auf 1 cm Dicke gehobelt habe, bevor ich das Ganze gleich schleifen werde. Und dazu, da das wirklich minimal ist, das mache ich nicht in meiner Kapp- und Gärungssäge, und ihr habt dieses Tool schon, ich glaube, ziemlich lange nicht mal bei mir gesehen gehabt. Und zwar habe ich das aber noch, ein Crosscut-Sled, genau. Und zwar können wir damit Sachen quer zuschneiden an der Tischkreissäge und das Ganze ziemlich gut und wirklich viele, viele Kleinigkeiten oder auf kleinem Maß das Ganze zuschneiden. Und es ist nicht so gefährlich wie so eine große Kapp- und Gärungssäge, weil wenn ich jetzt so ganz kleine Sachen da schneide, ohne Hilfsmittel zum Festspannen, ist das schon mal ziemlich gefährlich. Darüber gibt es auch ein Video, das ist
richtig, richtig alt. Werde ich dir mal hier oben verlinken. Kannst du dir anschauen bei Bedarf. Ansonsten ist das wirklich sehr, sehr einfach nachzubauen. Und ich verwende jetzt hier eine Schiene von Kreg. Auch richtig toll. So, wir schneiden das Ganze jetzt auf 21,5 zu. Steffi wollte eigentlich 22 haben, beziehungsweise 20 cm haben. Ich mache das Ganze aber ein bisschen größer, weil dann geht das Ganze genau auf. Und wir haben nicht so viel, verschwenden nicht so viel von der schönen Eiche. Ist echt eine feine Sache, so ein Schiebeschlitten. Und ja, jetzt können wir auch loslegen mit den Verleimen. Ich habe vorweg, bevor ich jetzt das Ganze hier vorbereitet habe, müsst ihr natürlich die Kanten brechen. Wenn ihr wirklich scharfe Hobelmesser drauf habt und das letzte Stück, was ihr abnehmen wollt, vielleicht 1 mm oder 1,5 mm nimmt, dann bekommt ihr meistens auch keine Hobelschläge und die Oberfläche ist wirklich sehr, sehr glatt und ihr müsst das gar nicht schleifen. Ich habe mir jetzt hier einen kleinen Anschlag gebaut, habe mir das Ganze errechnet und nehme jetzt als Abstandshalter, nehme ich hier sogenannte Glasklötze, die sind jetzt so lang, die habe ich in der Mitte geteilt. Gibt es in Kunststoff und in Holz, sind ganz, ganz praktisch. Nimmt man meistens zum Fenstereinbau, um Glas zu verklotzen, aber ich nehme das immer ganz gerne als Abstandshalter. Dann noch ein Streichmaß, damit zeichne oder markiere ich mir gleich die Breite. Ja, und dann geht es los mit dem Verkleben. Das Ganze wird jetzt hier verleimt und ich möchte das erstmal nur verleimen und später dann dübeln. Aber dazu kommen wir gleich. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt muss das Ganze nur noch trocknen und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Und da bin ich auch wieder. Neuer Tag, neues T-Shirt. Heute wird genagelt, wie es hier drauf steht. Das Badewannenbrett ist jetzt fertig getrocknet. Ich habe das Ganze dann mir nochmal angezeichnet mit einem Streichmaß. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das dient hier eigentlich zur Metallbearbeitung, eignet sich aber auch ganz, ganz gut für die Holzbearbeitung, beziehungsweise um Holz anzureißen, anzuzeichnen. Und dann habe ich das Ganze, da ich ja so einen leichten Vintage-Look erzielen will, beziehungsweise ich mag ja diese Optik von diesen Holznägeln, beziehungsweise wir werden einfach Dübel verwenden im Buche, dass wir zwei unterschiedliche Holzarten haben, habe ich das Ganze an meiner Tischbohrmaschine gebohrt mit einem Holzbohrer, ganz, ganz wichtig. Und pro Brett habe ich dann 4 Bohrungen getätigt. Und jetzt werden wir das Ganze mit diesen kleinen Dübeln befestigen, beziehungsweise die werden wir reinschlagen. Und das machen wir, was ich gar nicht erwähnt hatte, ganz, ganz wichtig. Ihr müsst wasserfesten Leim verwenden. Ansonsten im Badezimmerbereich ist es ja ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich feucht. Und ja, da ist die Gefahr ziemlich groß, wenn das Ganze da mal nass wird durch die Badewanne, irgendwie ein paar Wassertropfen raufkommen, dass das Ganze dann aufquillt, beziehungsweise der Leim sich dann löst. Und dort kann ich dir den Leim von Uhu empfehlen. Den gibt es in unterschiedlichen Größen. Ich nehme einmal die 750 Gramm Sorte, beziehungsweise Variante. Und das Schöne, es gibt auch unterschiedliche Leime, beziehungsweise Sorten von Leim beim Uhu. Ich werde dir mal ein paar unten in der Videobeschreibung verlinken. Nachdem dann das Ganze getrocknet ist, habe ich die Fläche abgeklebt mit Kreppband. Warum? Weshalb? Um das Ganze zu schützen. Denn der Überstand von den Holzdübeln müssen wir jetzt entnehmen. Das mache ich mit einer japanischen Zugsäge. Ich habe die dabei ganz, ganz leicht angewinkelt, sprich, das Blatt schleift quasi auf der abgeklebten Stelle, so dass die Nägel eine kleine, dass ich die nicht komplett bündig ab schneide oder säge, sondern dass sie ein bisschen überstehen, so 1-2 mm, damit wir die Holzoberfläche nicht beschädigen. Und danach habe ich das Ganze mit einem Exzenterschleifer alles plan geschliffen, 120er, 180er und jetzt 240er. Natürlich darf zum Ende hin nicht das Mr. Handwerk-Logo hier unten fehlen, damit auch jeder weiß, woher das Ganze stammt. Und danach habe ich das Ganze gründlich abgesaugt. Und das Schöne ist bei Eiche, dann kommen wirklich die Poren wieder zum Vorschein. Das ist, ich weiß nicht, ich kann es kaum beschreiben. Das ist so Porno, wenn ich das sagen darf. Also geil, einfach, ich liebe einfach Eiche. Und jetzt ölen wir das Ganze. Und dazu nehme ich einfach hier ein Hartwachsöl von der Firma Seikos. Kennt ihr ja, dass ich das schon seit jetzt knapp 2 Jahren verwende ich das Ganze. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Ich werde das Ganze jetzt ölen. Da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Also da gibt es ein extra Video zu, das werde ich dir mal oben verlinken. Ist übrigens mit Steffi zusammen und die erklärt euch, wie man ölen kann.
Oberfläche. Ja, und das Ganze passt wirklich perfekt. Ich habe jetzt nochmal für euch zum Verständnis, ich habe hier unten, viele haben auf Instagram gesagt, ey, warum hast du denn da Magnete angebracht? Also die meisten Badewannen jetzt oder Gehäuse sind aus Kunststoff und das sind einfach hier so Silikonpads, wo ich ein Loch eingebaut habe und das Ganze festgeschraubt habe. Ihr müsst natürlich gucken, dass der Schraubenkopf sich senkt im Silikonpad, ansonsten haut ihr euch Kratzer hier in die Badewanne hinein. Das Ganze passt, ist schön rutschfest und sieht, glaube ich, sehr, sehr toll aus oder sehr, sehr toll geworden, würde ich sagen. Ein ganz, ganz einfaches Projekt. Natürlich kannst du das so exakt nachbauen oder nach deinem Belieben nachbauen. Vielleicht sagst du, ich möchte nochmal eine Leiste hier oben anbringen für mein Smartphone, für mein Tablet, vielleicht nochmal einen Halter für ein Weinglas. Ich finde es aber so schlicht ganz toll, weil es ist einfach zeitlos und es ist einfach eine Ablage. Im Hintergrund kannst du noch hier eine Bank sehen aus Gerüstbohlen, die habe ich auch gebaut. Darüber gibt es auch ein extra Video, das werde ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken, sowie auch alle Werkzeuge, Maschinen, Leim, Materialien, die ich hierfür benötigt habe. Für dieses Video findest du auch alles unten in der Videobeschreibung. Ja, was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Und natürlich abonnieren für alle diejenigen, die mich noch nicht abonniert haben. So, ciao.